kommen wir zum nächsten Video. Wie ihr schon wisst, wieder BMW F25 X3, die aktuelle Vorgängerbaureihe vom neuen Modell, der jetzt seit Ende 2017 auf dem Markt ist. 35 Diesel, das heißt, wir haben einen Sechszylinder mit zwei Turboladern. Da gehen wir gleich geschwind drauf ein. Das Modell kam 2010 auf den Markt und der Motor an sich in dem Fahrzeug allerdings erst ab September 2011. Damals war es noch ein Euro 5 Fahrzeug, in dem Fall ist es jetzt ein Euro 6 Fahrzeug. Das heißt, man hat dort den Motor technisch überarbeitet und die Abgasseite soweit umgerüstet, dass er Euro 6 fähig ist. Das war in 2014, soweit ich weiß. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab nach vorne, sagen wir ein paar Sachen zum Motor vom Fahrzeug, dass ihr auch da ein bisschen Bescheid wisst. Jetzt würde ich sagen, bis gleich. Ja, kommen wir kurz, wie versprochen, zum Motor. Wir haben hier ein N57 D30 Top. Da gibt es verschiedene Namensgebungen bei BMW. Einmal haben wir UL, einmal haben wir OL, einmal haben wir Top. Das sagt einfach nur, was der Motor aushält, beziehungsweise was es für eine Leistungsklasse ist. UL heißt untere Leistungsklasse oder untere Leistungsschwelle. OL heißt obere Leistungsklasse. Und Top ist quasi der Hochleistungsmotor, sage ich mal in Anführungszeichen. Geht darum, sind andere Kolben verbaut. Der eine Kolben hat mehr Kupferanteil, hat mehr Chromanteil, dass er einfach mehr Hitze ableiten kann, dass er einfach standfester ist oder fester in seiner Festigkeit. Man hat eine geschmiedete Kurbelwelle etc. Da gehen wir jetzt auch gar nicht groß drauf ein, auf die ganze Geschichte. Wir gehen rein nur auf den Motor drauf ein. Wir haben einen Reihen 6-Zylinder mit 2993 Kubik, also eine 3 Liter mit einer Biturbo-Aufladung. Seht ihr hier oben? Hier oben steht Twin Power Turbo. Oftmals steht bei BMW Twin Scroll Technologie oder Twin Scroll Turbo. Das ist kein Biturbo, sondern das ist ein Turbolader. Was an diesem Turbolader anders ist, erkläre ich euch mal in einem anderen Thema. Hier haben wir auf jeden Fall einen Biturbo, der hat eine variable Turbinengeometrie. Da können wir auch nochmal ein extra Video machen, was es heißt oder was es bedeutet, wenn der Turbolader eine variable Turbinengeometrie hat. Ja. 313 PS, 630 Newtonmeter bereits ab 1500 Umdrehungen. Das ist ein Wort. Wir haben ein Eigengewicht von knapp 2 Tonnen, 1985. Ja, man kann dieses Fahrzeug um 6,5 bis 7 Liter bewegen. Jetzt die letzten 4000 Kilometer war das der Fall. Das heißt, wir fahren unter 7 Liter. Finde ich, wenn ich ehrlich bin, sehr beachtlich für dieses Fahrzeug, weil es doch relativ hohen CW-Wert hat, weil es doch relativ schwer ist. Aber der Motor durch das Drehmoment und natürlich, dass es ein Dieselmotor ist, ist halt natürlich die Gegebenheit, dass man, wenn man normal fährt, auch sparsam fahren kann. Und das ist hier gegeben. Was gibt es vom Motor noch viel zu sagen? Der hier ist jetzt eine Euro 6 Variante und es gibt den N57 D30, also den 30D und den 35D in Anführungszeichen gibt es nur mit dieser 8-Gang-Automatik. Die kleineren Modelle, die Vierzylinder, gibt es noch mit Schaltgetriebe. Das fällt hier auf jeden Fall komplett raus. Die 8-Gang-Automatik kommt aus dem Hause ZF, in dem Fall aus Friedrichshafen. Wen es interessiert, heißt 8HP26 und verfügt, wie auch in diesem Modell, über eine Launch Control, was auch früher relativ selten war. Die Modelle haben es. Ich sage, man muss es nicht haben in diesem Auto, aber ja, man kann es doch mal nutzen, sage ich ganz vorsichtig. Ja? Was soll man dazu noch groß sagen? Bis jetzt keinerlei Probleme. Da machen wir aber auch wieder ein extra Video. Wir haben ja schon ein 25.000 Kilometer Review gemacht. Die 50.000 werden folgen. Ja, und da gehen wir einfach nochmal in Ruhe drauf ein, würde ich sagen. Jetzt gehen wir noch geschwind so durch. Dann erkläre ich euch geschwind noch, wo was für Sachen sind. Und dann würde ich sagen, ist für heute dann auch Schluss. Bis gleich. Würde ich sagen, fangen wir gerade hier drüben an. Es kommt doch mal vor, dass man sein Fahrzeug fremd starten muss. Und da haben einfach die meisten Fahrzeuge in der Zwischenzeit extra Anschlüsse. Da geht es einfach darum, direkt über die Batterie zu überbrücken und so weiter. Das sollte man nicht machen, um einfach Steuergeräte und gewisse Bauteile zu schützen. Ihr zieht hier den Hebel hoch. Ihr habt hier den Pluspol.
Das heißt, einmal hier den Pluspol am Fahrzeug anbringen und hier den Massepunkt, um dann das Fahrzeug zu überbrücken oder ein Batterieladegerät anzuschließen, wenn das Fahrzeug über den Winter drinnen steht oder was auch immer. Ja? Gehen wir weiter vor. Wischwasser ist natürlich so ein Thema, ist bei dem Fahrzeug relativ einfach. Bei uns, wie ihr seht, voll. Ist natürlich wichtig, dass man da im Sommer und im Winter einfach darauf achtet, im Sommer für den Sommer den passenden Frostschutz zu haben und im Winter natürlich den, der natürlich auch die hohen Temperaturen abhaben kann. Ja, sonst gibt es da nicht viel weiter zu sagen. Hier haben wir den Öldeckel. Gemessen wird bei dem Fahrzeug im Innenraum. Aufgehen tut der Deckel relativ einfach. Drehverschluss fertig. Gemessen wird im Innenraum, das heißt, wir haben hier keinen Ölmessstab mehr, wie viele Fahrzeuge, wie es halt früher war. Dieser Motor hier kriegt der 5W30 von BMW-Seiten aus. Es sind natürlich auch viele weitere oder viele andere Öle zugelassen. Da müsst ihr einfach euch schlau machen, informieren. Ja, das wäre mal das Thema. Hier haben wir noch das Thema Kühlwasser. Kühlwasser und Öl ist das Wichtigste, was am Fahrzeug nicht fehlen sollte. Hier einfach aufpassen, wenn das Fahrzeug warm ist und man will da öffnen, vorsichtig öffnen, bis quasi die Luft draußen ist, bevor man sich hier Verbrennungen oder ähnliches zuzieht. Machen wir doch gerade mal. So, jetzt hört er, jetzt entweicht Druck. So. In dem Fall könnt ihr es nicht viel sehen. Wir haben hier die Markierung. Stand ist auf jeden Fall gut. Da auf jeden Fall drauf achten. Für die, die es interessiert, hier drunter sitzt in dem Fall bei dem Fahrzeug das Steuergerät. Auch bei den 2 Litern ganz oft bei BMW. Bei den neuen Generationen sitzt hier drunter das Steuergerät. Ist natürlich gut eingepackt, geschützt, Wasser, Staub etc. Das heißt, wer hier irgendwas machen möchte, tuningmäßig, hier drunter geht's los. Ja. Sonst würde ich sagen, gibt es eigentlich für euch nicht so arg viel zu sagen. Ich denke, das reicht auch. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.